Hallo Leute und herzlich willkommen wieder mal zu Don't Starve. Wir sind immer noch in der Nacht von Tag 19 und begeben uns zu Tag 20 gerade. Wir sind kurz davor, verrückt zu werden. Wir haben nur noch 48 und gehen jetzt schnurstracks, also wirklich schnurstracks, zu unserem Bötchen, um auf eine andere Insel zu fahren. Nachdem ich dieses Ding hier kaputt gehauen habe. Zack. Dankeschön, Freunde. Und mache vielleicht auch mal dann uns dort nochmal im Lager was zu essen für unterwegs. Ich weiß zwar noch nicht was, aber das werden wir gleich rausfinden. Wir gehen jetzt einfach mal ganz schnurstracks hier runter. Machen uns vielleicht mal hier so viel Okay. Das einmal da rein, dann... Das ist voll. Hier, das war einfach noch ein bisschen Asche und sowas wegpacken. Die Muschel wegpacken. Oh, es macht halt einfach unglaublich Krach gerade. Das packt mal weg. Nee, eigentlich das andere. Wir packen alles weg einfach. Ich weiß nicht, da ging die Schlangenhaut rein. Die Limps nehmen wir mit. Unsere Klößchen nehmen wir mit. Ich mache davon einfach auch nur noch mal 4 rein. Den Rest können wir ja storen. Und was packen wir noch weg? Ah, ich habe so viel Stuff dabei. Das ist echt unglaublich. Schüsse, das behalten wir auch. Und sobald das hier fertig ist, nehmen wir vielleicht erstmal den Hammer noch ab. Komm! Sollten vielleicht einfach noch was erforschen, oder? Eine neue Axt, dann ist das noch besser, oder? Ja, perfekt. Und vielleicht auch eine Spitzhacke. Eine goldene. Nicht genug Gold mehr? Ich habe doch noch Gold hier. Und noch eine goldene Spitzhacke. Goldene Machete. Hier den Stuff könnt ihr haben. Zack. Zack. Ja, alles. Mir auch egal. Gold packen wir wieder weg. So. Und jetzt, da wir ein bisschen Handwerkszeug haben, können wir gucken, ob unser Boot da noch was hat. Wir gehen rüber zu den Korallen auf jeden Fall. Und werden da ein bisschen abbauen, weil diese Korallen können, und so viel ich weiß, ein ziemlich guter Stoff sein, um uns eine Rüstung zu machen. Und eine Rüstung haben wir noch nicht. Da hatten wir schon, aber die wurde uns ja geklaut. Aus unseren Muscheln hatten wir uns ja eine gemacht. Deswegen denke ich mal, das wird eine gute Möglichkeit sein, diese Korallen da zu packen und daraus was Schönes zu machen. Ich weiß auch gar nicht, ob das eine Ressource ist, die wieder nachwächst. Ich hoffe es schon. An sich sind ja Korallenriffe. Eigentlich ist es total böse, die Korallenriffe zu zerstören. Muss ich gerade mal so feststellen. So, dann gehen wir vielleicht mal da oben an die Insel nochmal. Müssen ja nicht direkt. Wir haben ja überall sowieso ein Lagerfeuer. Also, ist eine Flasche. Die können wir auch gut gebrauchen, habe ich nämlich gelesen. Nicht gelesen, besser gesagt in einem anderen Video gesehen. Ich mal so gucken wollte, wer denn da noch vielleicht was aufnimmt. Hier ist wieder seichtes Gewässer. Es könnte auch sein, dass hier noch eine Insel ist. Und unser Boot sieht halt echt schon langsam ziemlich mies aus. Weil hier ist wirklich eine Insel. Die wir dann vielleicht auch gleich nochmal als Nachtlager nutzen werden. Okay, wir gehen mal hier runter. Hier ist nämlich nochmal sowas. Achso, graben kannst du da, stimmt. Ah, ich mag das aber nicht ganz aufbuddeln.
höre auf jeden Fall Spinnen, ja. Okay. Das interessiert mich eher weniger. Spinnen, Gold. Gold ist immer gut. Kann man definitiv mitnehmen. Oh mein Gott. Oh, okay. Hier geht voll die Party. Oh mein Gott. Bin ich denn hier gelandet? Auf jeden Fall sind hier Blumen. Das gefällt mir. Wenn mir der Rest nicht so gefällt. Wow. Ja, Blumen sind gut. Ich muss ein paar Blumen sammeln. Definitiv. Blumen, Affen. Ich höre Affen. Das ist der Affe. Okay. Noch mehr Blumen. Das bringt jedenfalls alles wieder Vordermann. So. Das nehmen wir auch mal auseinander. So lange halten goldene Spitzhacken gar nicht, finde ich. Ah, hier, nimm mit. Doch egal. Und wir brauchen vielleicht mal ein Lagerfeuer. Perfekt. So. Dann packen wir uns noch mal eine Axt. Hoffen, dass hier nicht unbedingt Schlangen rauskommen. Wäre nämlich ziemlich unvorteilhaft. So. Zack. Dankeschön. Und ich habe meinen Speer. Ich habe was zu essen, aber das können wir definitiv schon mal verschnabulieren. Und dann schauen wir mal noch da oben, was so auf der Insel ist. Ich habe eigentlich gehofft, wir kommen an eine Insel mit Strand, aber es scheint kein Strand irgendwo zu sein. So ein Repair-Kit, weiß ich nicht. Zwei Stinger, Boards und Rope hätte ich dafür gebraucht. Use Science Machine. Wäre vielleicht ganz gut, uns das noch zu basteln. Da, hier, Spyglass. See across the sea. Use a science machine. Das können wir uns definitiv machen. Den Schweineskin haben wir. Und ihr könnt mal aufhören, über mein Feuer so zu laufen. Macht das aus noch? Ich glaube zwar nicht, aber... Erstmal meckern hier. Ha? Was wollt ihr, ha? Nicht aufmucken. Ksch. Ich glaube, die werden ja erst so komisch, wenn man sie einmal haut. Und dann braten wir uns vielleicht nur noch die Bananen. Scheinen aber unterschiedliche Bananen zu sein. Die anderen sahen vorhin eher bräunlich aus. Komisch, komisch. Wir essen mal die ganzen Blüten. Wieder ein bisschen mehr Platz zu haben im Inventar. Und dann gehen wir gleich hier hoch und gucken, was da auf uns wartet. Feuer, halt bitte noch kurz aus. Halt bitte kurz noch aus. Ah! Das ist so das Letzte. Ah, okay, perfekt. Dachte schon. Da sind noch ein paar Beeren, Pilze. Pilze sind auf jeden Fall gut. Falls ihr euch wirklich immer fragt, was das ist, warum das so kurz hängt, das ist halt seit der Erweiterung beim Abspeichern. Das macht halt irgendwie immer ein bisschen Probleme. Und ich kann da dran auch nichts fixen. Also falls ihr denkt, oh, ja, die hat nur keinen Bock, das zu fixen. Doch, hätte ich schon, aber ich weiß halt einfach gerade nicht wie. Okay. Hier gab es auf jeden Fall so ein Vogeldingens. Ich weiß nicht, wo der herkam. Wahrscheinlich eher hier aus der Mitte. Hier in der Mitte scheint alles voller Spinnen zu sein, oder? Geht auf jeden Fall voll die Party mit den Spinnen. Da ist das Ei. Das können wir uns doch gleich mal holen. Können wir uns vielleicht so einen kleinen Freund ausbrüten? So viel ich weiß, ging das nämlich in den Teilen vorher. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir rüber. Wir versuchen unser Boot zu reparieren. Weil ich glaube, das wäre wichtiger als alles andere jetzt erstmal, weil da müssen wir uns das nicht komplett neu bauen. Das war, glaube ich, das etwas teurere. Ja, es hat drei Bretter, ja, obwohl es geht eigentlich. Aber muss ja trotzdem nicht sein. Können wir es auch reparieren? Können uns so ein Spyglass herstellen? Da oben sind auch so
Kirche wieder unter Wasser, so eine Art Rochen, aber die können so ein bisschen fliegen. Und uns bringt es ja auch nichts, wenn wir unterwegs sind und dann ein kaputtes Boot haben. Deswegen auf und davon. Neue Segel könnten wir uns auch bauen. Würde ich mal sagen, wäre auch eine richtig nice Idee. Nicer. Seetang. Kann man gar nicht tragen. Fällt mir gerade auf. So, wir gehen da unten wieder hin zu unserem Lager. Weiß gar nicht, den Seetang können wir auch für irgendwas benutzen. Das bin mir nur gerade nicht sicher für was. Ein bisschen Koralle haben wir gesammelt. Und dann gehen wir jetzt hier raus. Und es sieht irgendwie so wintermäßig schon fast aus. Würde es kalt werden in nächster Zeit. So, wir wollten jetzt gucken hier. Ist mal so ein Piggy-Ding vielleicht. Hier so das erstmal kochen. Piggy. So, jetzt haben wir das. Dann könnten wir, glaube ich, das Beiglas erstmal herstellen. So, machen wir ein neues Segel. Ein Beiglas hatte ich hier irgendwo. Ja. Und was wollte ich noch? Hab's vergessen. Hab's vergessen, echt gerade. Das ist so mal kurz. Ah, die Bananen auch nochmal da reinpacken. Macht immer was aus Bananen. So. Hat echt vergessen. Achso, die Limbs wollte ich verarbeiten auf jeden Fall. Zu Limestone. War, glaube ich, auch einiges für das, was ich herstellen wollte. Aber hatte ich davon auch schon welche? Genau. Asche hätte ich noch. Ne, die habe ich schon weggepackt, ne? Guck mal, ich habe hier doppelt Asche drin. Und ich wollte mir noch... Wo ist es nur? Ich weiß es nicht. So was sollte ich mir machen. Zwei Limestone, zwei Sand. Das sollte ich mir vielleicht noch machen. Limestone. Wo habe ich den denn hin? Sand auf jeden Fall habe ich hier. Limestone habe ich auch hier. Pack mal das kurz weg. Dann sollte ich mir mal so einen Ofen... Nein! Also einen Ofen bauen, oder? Weil wenn es stürmisch ist und so, wäre das schon sehr praktisch. Oh, was habe ich mir da gemacht? Fruit Medley. Yum, yum, yum. Gut. Sollten wir auch anfangen, uns Farmen zu bauen? Irgendwie bräuchten wir das, was uns die Affen da gelassen haben. Könnten wir uns hier so ein paar Farmen hinpacken? Denke ich mal, ist auch nicht verkehrt. Sogar gleich noch eine. Sollte ich natürlich dann noch die Seeds immer anpflanzen. Naja. Ob das alles so klappt, die Dings wollte ich. Um mir was fürs Boot zu bauen. Wo ist das? Sea Trap, Boat Cannon. Nein. Snake Skin Sail. Heavy Duty Wind Catcher. Okay. Cloth Sail. Zwei Dings und Stoff. Seile auf jeden Fall. Seile muss ich mir herstellen, das weiß ich noch. Seile. Oh, okay. Da ist was. Man sieht. Gib. Wow, es ist jetzt echt sauwindig. Wow, nicht schlecht. Ah, wo ist es? Ich hab schon wieder vergessen, was ich mir aus Seile wollte ich weitermachen.
Wo war das? Da. Ich glaube 4. Tornet, na, obwohl Tornetz ist auch ziemlich gut. Cargo Boat. Amateurboot. Vielleicht sollte ich auch ein ganz neues Boot machen. Vielleicht hier so ein Cargo Boot mit 6 Brettern, aber da brauche ich erst Holz. Das heißt, wir müssen als nächstes ganz viel Holz farmen gehen. Was wahrscheinlich keine schlechte Idee wäre. Wirklich keine. Dann haben wir ein Segel, haben wir. Wir können. Ja, Holz. Ganz viel Holz holen wir uns jetzt als nächstes. So, das. Pack mal das weg. Limestone konnte man auch für irgendeine Rüstung benutzen. Da, Limestone Suit. Der soll auch richtig gut sein. Brauchen wir dann aber auch auf jeden Fall in naher Zukunft noch mehr. Und ich würde sagen, wir schauen in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Bis dahin. Ciao.